Dieses Mal funktioniert sogar die bewährten Kämpfe. Wir sind nämlich auf der K in der Kampfplaza, so rum. Und ja, ich nehme weiterhin mit OBS auf und ich war wirklich in der letzten Folge ein bisschen nervös, weswegen sich einige Versprecher eingeschleust haben. Und ja, Vasselka kann in einem 3 gegen 3 Kampf doch ein bisschen hinderlich sein. Aber mal gucken, was er daraus macht. Ich meine, wenn er dann Feuer-Pokémon hat, kann er nämlich wiederum die Z-Bodenattacke einsetzen und dich da somit überraschen. Das war nämlich saubere Arbeit letzte Folge. Und da war ich wirklich überlegen, soll ich das wirklich machen? Aber nun ja, das hat sich ihm ergeben, das war schon richtig geil. Und ich finde es auch geil, dass Frostdecke da was reißen konnte. Und ja, Edward, da sehen wir schon mal sein Team. Und ich denke, Primarene kommt hier nämlich ganz gut an mit Rote Karte. Dann noch nehme ich mal, naja, Magnezone eher nicht. Ich glaube eher nicht. Demetoros kann ich noch mit reinnehmen und ich denke mal Ramoth. Ich denke mal Ramoth hat Kampf-Pokémon dabei. Feuer-Pokémon ist nämlich neutral gegen Ramoth. Und Drachen-Pokémon. Kampf und Drachen fängt Primarene ganz gut ab. Ich glaube, ich lasse nach Tara da auch für diese Folge und für die nächste Folge einfach mal so da. Warum denn nicht? Ah, das ist doch perfekt. Wir sind nämlich gegen alles resistent. Also gegen Schabelle und das andere Moskito-Pokémon helfen auf jeden Fall Wasserfeen-Pokémon und Wassergift-Pokémon. Und die fangen alle Attacken von denen ab. Deswegen kann ich einfach mal instant auf den Mondgewalt gehen, theoretisch. Ich meine, das wäre auch absolut nicht verkehrt. Wobei, Schabella hat. Ich wollte schon sagen. Ich habe die rote Karte, die wirkt zuerst. Rote Karte überschreibt Kehrtwende. So. Überreste. Da kann ich unmöglich rauswechseln. Ich glaube, ich gehe nochmal auf den Mondgewalt. Gucken wir mal, wer zuerst dran kommt. Toxin. Wäre ich doch auf Zugabe gegangen, aber falls Milotic Genesung kann. Oh, nice, perfekt. Es ist so unwahrscheinlich, dass ein Milotic keine Genesung kann, aber wer weiß. Wer weiß, wer weiß. So, ich gehe einfach mal auf den Zugabe. Weil ich sowieso nicht zuerst dran komme und Gegner zuerst dran kommt. Wenn Gegner wechselt. Dann ist es eben so. Perfekt. Kommt Genesung. So, dann gib mir mal eine schöne Zugabe. Die Vergiftung, ne? Diese Vergiftung. So, ich glaube, Ramoth wäre nämlich ziemlich gut. Dann kann ich nämlich ganz gut aufsetzen. Vor allem ist Milotic auf minus 1. Und kann nur noch auf Genesung hämmern. So, und das nutze ich nämlich aus, um mich aufzusetzen. So, schön Falter reigen. Flatter, flatter und so weiter. Ist übrigens ein defensives Ramoth. Mit, ich meine, Full Death und Leben.
und auch ein bisschen Special Tech Investment. Der Gegner wird auf jeden Fall auf Schutzschild gehen. Geht er nicht? Nicht auf Schutzschild. Ich glaube, ein Feuersturm wäre nicht von Vorteil. Ja gut, es macht schon einiges an Damage, aber... Naja, eigentlich spielt mir Logos eher physisch. Ich sehe eben eine Psychonese ab. Ah, Fokusgurt. Dann gehe ich eben im Feuerragen. Jetzt müsste Logos schneller sein. Hat zwei Temposchübe. Nee, tatsächlich nicht. Alles klar. Schade, kein Boost. So, dann kommt Milotic wieder rein. So, Käfergerum, ich müsste eine Attacke tanken. Alter, wie mies. Ja gut, Surfer. Milotic defensiv, also habe ich auf jeden Fall eine Attacke tanken können. Man kann mein Milotic natürlich auch offensiv spielen, aber das sieht man so selten. Vor allen Dingen hat dieses Milotic nämlich noch Toxin drauf und Genesung. Also auf jeden Fall kein offensives Milotic. Das wäre echt verwunderlich gewesen. So, Schabelle kommt rein. Schabelle hat viel Speed. Wir haben plus 4 auf jeden Fall. Plus 2. Wir müssten schneller sein, glaube ich. Ja. So, das hat mehr als genug ausgereicht. GG auf jeden Fall. Also hätte Logok Steinkante gehabt, dann wäre ich definitiv down gewesen. Er hätte mich auf jeden Fall in Stücke zerreckt. Aber ich bin froh, dass bewährte Kämpfe jetzt endlich wieder gehen. Nee, brauche ich nicht, aber danke für die Nachfrage. Ja. Intuitiv auf weitergeklickt, das ist auch gut. So, wir wählen mal. Ja, das hatten wir eigentlich schon. Wir nehmen mal wieder Samantha 2. Vor allen Dingen, weil es ein geiles Lied ist. So. Ich sehe schon. Wahrscheinlich Megamiditalis. Gibt es Megamiditalis eigentlich schon? Das weiß ich gerade nicht. Aber möglicherweise dann noch Gyarados, vielleicht auch Mega Gyarados, dann noch Skorgo, Tomnoktu, Despota und Stalupo, wahrscheinlich halbwegs auch ein Sandsturm-Team. Und Magneson wäre Mord. Wäre wirklich Mord. Ich glaube, ich nehme mal Demeteros mit. Dann Primarine wegen die ganzen Boden, Gestein und Feuer-Pokémon. Und Magneson wäre teilweise Mord. Aber ich brauche Magneson für Gyarados. Ramoth kann ich auch nicht mit rein tun. Das ist ein bisschen blöd.
Aber okay, dann ebenso. Also ich sehe gerade nur weiß. Alles okay. Man muss nicht alles verstehen, deswegen Hauptsache es funktioniert. Ich dachte schon, wir kriegen hier wieder einen Error. So, kriegst du erstmal meinen Bedroher ab. Ja, Fake Out ist obligatorisch, dass wir auf jeden Fall zuerst rankommen. Aber ich bleib einfach drinnen, weil ich nämlich einen Bedroher habe. Beziehungsweise der Bedroher noch wirkt. Und ich gehe aber mal auf den Kehrtwende. Tatsache, es gibt schon Mega Meditales. Stimmt, ja, ich erinnere mich. Ja. Mega Meditalis war ja unter Flunkiefer, beziehungsweise Mega Flunkiefer. So, wird zurückgerufen. Komm mit Skorgo. Somit wissen wir, dass er auch ein Skorgro hat. So, Skorgro wird nämlich ganz leicht mit Primarine rausgenommen. Und das ist doch schön. Jetzt können wir auch Vergiftung aufheben, halt nämlich direkt. So, Siedewasser reicht auf jeden Fall. Ich hoffe, es reicht. Ja, okay. Schutzschild. Damit es sich mit Aufheber ein bisschen hochheilt. So, Siederwasser. Ernsthaft, Guillotine? Nee, nee, nicht mit mir. Karo-Attacken sind auf jeden Fall scheiße. So, den Tod hast du dir verdient, Skorgro. Mit Guillotine, WTF? Ich dachte, wir sind hier auf Ranked Battles und nicht auf... keine Ahnung. Ja gut, ich kann drinnen bleiben. Stallattacke. Nö, Bohnenattacke. Da bin ich def. Wäre lustig gewesen, hätte ich nämlich auf Demeterus reingewechselt. So, der hat noch Meditalis übrig. Das heißt, ich kann einfach mal auf dem Erdbeben spammen. Und das ist auch gut. So, bei Stallobor. So, Fake It kommt auf jeden Fall. Ja, Magneson wäre Selbstmord.
Gyarados hat er gar nicht dabei gehabt. Muggelieb, das ist nämlich sehr schön. Und wenn wir jetzt nicht drankommen zuerst, dann haben wir ein Problem. Wir haben nämlich eine Wahrscheinlichkeit, also müssen wir zuerst drankommen. Machen wir auch. Das muss jetzt ausreichen. Reicht nicht aus. Das ist nämlich ein kleines Problem. Wir haben keine Robustheit. Null. Wir haben die aus Soulfest. Das heißt, wir werden auf jeden Fall verrecken. Das ist ein Problem. Turmkick. Und wir sind tot. Läuft. Läuft auf jeden Fall. Muss das sein? Die paar Prozente. Dann hätte ich doch erst einen Magnezone reinwechseln können, Magnezone opfern sollen. Und dann wiederum Demeteros reinwechseln sollen, hätte ich den Fake-Out-Damage nicht gefressen und dann wahrscheinlich einen Senkaufschuss oder so überleben können. Aber wahrscheinlich wäre er dann nicht auf dem Senkaufschuss gegangen, sondern auf dem Eisstrahl. Da bin ich mir sicher. Auf dem Eishieb. Da bin ich mir sicher. Nö, ich denke, das reicht für diese Folge. Wir haben nämlich zwei Kämpfe gehabt. Einmal gewonnen und einmal knapp verloren. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschaußen, Leute!